liebe Blubberfreunde, es ist Sonntag und somit Zeit für ein neues Video. Für das heutige Sonntagsvideo habe ich mir überlegt, dass ich euch doch mal wieder die Bücher zeigen kann, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und warum nicht das altbekannte, bewährte Format des Lesemonats aufgreifen. Ich dachte mir, ich zeige euch meine Bücher aus dem Januar 2017. Mit welchen Büchern bin ich in das neue Lesejahr gestartet? Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich habe tatsächlich mehr gelesen als die letzten Monate. Da hat es ja so ein bisschen Zeitmangel gegeben und auch die Motivation ist so ein bisschen flöten gegangen. Ich habe langsamer gelesen, wenn ich denn gelesen habe. Und deswegen war es einfach nicht so die Masse, die ich gelesen habe. Ist es jetzt immer noch nicht, aber ich bin sehr zufrieden mit den 4 Büchern, die mich durch den Januar begleitet haben. Mein Lesemonat Januar, mein Lesejahr 2017, hat mit einem Kinderbuch begonnen. Und zwar mit diesem hier. Last Secrets, das Geheimnis von Atlantis. Das ist der zweite Band der Last Secrets-Reihe von Richard Dubel. Den ersten Teil habe ich 2015 gelesen und war richtig angetan. Ich weiß auch noch, da kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen. In meinem Vorstellungsgespräch, ich habe letztes Jahr ein Vorstellungsgespräch geführt, um einen neuen Job zu finden. Das ist übrigens auch sehr positiv ausgegangen, dieses Vorstellungsgespräch. Da hat mich mein jetziger Chef nach einem Buchtipp gefragt, weil wir eben auch auf Ankers Geblubber zu sprechen gekommen sind und so weiter. Und da habe ich ihm für seine Kinder den ersten Band dieser Reihe empfohlen und so ein bisschen von dem Buch erzählt, weil ich das zu dem Zeitpunkt gerade kurzfristig gelesen hatte und da auch wirklich gut drüber erzählen konnte. Wie gesagt, das Vorstellungsgespräch ist so positiv ausgegangen. Vielleicht hat das ja auch so ein bisschen mit diesem Buchtipp zu tun gehabt. Nein, ich glaube nicht, aber wie dem auch sei. Dieses Buch, diese Reihe begleitet mich also doch sehr positiv in den letzten Monaten. Und da ist jetzt etwas rausgefallen, sollte nicht so sein. Ja, deswegen war für mich klar, dass ich auch den zweiten Band dieser Reihe lesen möchte. Lass mich ganz kurz so minimal ausschweifen. Ich möchte euch so ein bisschen was zur Grundgeschichte erzählen und dann speziell auf dieses Buch zu sprechen kommen. Also, im Groben gesagt geht es um die 4 Kinder Franzi, Finn und ihre Freunde Lena und Cornelius. Franzi und Finn sind Zwillinge und sie sind die Nachfahren des größten Meisterdetektivs der Welt. Dieser Meisterdetektiv ist schon vor langer Zeit gestorben und erscheint den Zwillingen jetzt eines Nachts im Traum. Er war, wie gesagt, der größte Meisterdetektiv, hat viele Fälle gelöst, hat viel herausgefunden, doch die größten Geheimnisse der Menschheit blieben ihm verwehrt. Deswegen bittet er jetzt seine Nachfahren Franzi und Finn, diesen Geheimnissen auf die Spur zu gehen und die im besten Fall auch zu lüften. Sie bekommen eine Zeitmaschine zur Hilfe und zusammen mit ihren Freunden Finn und Lena und Cornelius machen sie sich dann auf die Reise. Im ersten Band ging es um das Geheimnis von Loch Ness. Ich fand es großartig. Es gab so viele Fakten, die man nachprüfen konnte. Auf der einen Seite ist viel Fantasie mit da drinnen natürlich, aber es gibt eben auch belegte Fakten. Und wenn man da so ein bisschen nebenher googelt oder auch nach dem Lesen einfach so ein bisschen was nachlesen, nachprüfen möchte, kann man das tun. Es steht auch im Nachwort, also es steht jetzt nicht Nachwort drüber, aber es ist so eine Art Nachwort, nochmal nachlesen, da erklärt der Autor auch nochmal ein bisschen was zu seinen Figuren und gibt so ein paar, ja, so ein paar Hinweise, um auch nach dem Buch noch so ein bisschen in der Geschichte drin zu bleiben. Jetzt hier im zweiten Buch geht es, wie der Titel schon verrät, um das Geheimnis von Atlantis. Leider muss ich sagen, dass ich von diesem Buch echt enttäuscht bin. Von der Geschichte an sich nicht, die war wieder toll, spannend erzählt, rasant erzählt. Ich mag Zeitreisen, ich finde es toll. Die Kinder hier werden natürlich in die Vergangenheit katapultiert und landen tatsächlich auf Atlantis. Gibt es Atlantis wirklich? Gab es Atlantis? Was ist Atlantis überhaupt? Und wie kam es zu dem großen Untergang? Wie kam es dazu, dass diese Insel von jetzt auf nachher im Erdboden verschluckt wurde? Vor allem, wo ist diese Insel? Das sollen die Kinder nachforschen. Und ja, wie gesagt, sie landen tatsächlich auf Atlantis. Geraten da in große Gefahr, finden viel heraus. Und das fand ich toll. Das hat mir wieder richtig gut gefallen. Was ich hier wirklich bemängeln muss, das ist der Ausdruck. Also der Schreibstil des Autors zum einen, aber auch zum anderen die Sprache, in der die Kinder miteinander gesprochen haben. Insbesondere ein Mädchen hier, das ist die Lena, die war doch sehr barsch. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Ausdrucksweise auch nicht wirklich authentisch war. Ich mag Kinder- und Jugendbücher mit authentischer Sprache, da kann es auch gerne ein bisschen rüpelhaft zugehen, da können Ausdrücke wie krass etc. fallen, wenn sie denn im Zusammenhang passen und man es den Kindern auch wirklich so abnimmt. Hier wirkte alles sehr erzwungen. Die Lena war auch sehr, 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 sehr
rüpelhaft, sehr, sehr, wie soll ich das beschreiben, sehr hart gegenüber einer Person hier in diesem Buch. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, war für mich weder authentisch noch irgendwie unterhaltsam. Ich kann mir vorstellen, dass der Autor vielleicht gedacht hat, dass diese Ausdrücke von ihr, dass diese Spitzen unterhaltsam sein könnten, zum Lachen anregen können. Aber bei mir haben die eben eher das Gegenteil bewirkt. Es hat mich massiv gestört. Ich habe immer wieder mit den Augen gerollt und habe gedacht, nein, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Die Geschichte hat das überhaupt nicht nötig. Trotzdem hat es meiner Meinung nach auch Überhand in diesem Buch genommen, sodass ich beim Lesen so gut wie keine Freude mehr hatte. Ich bin es nicht wirklich motiviert dazu, auch zum dritten Band dieser Reihe zu greifen. Obwohl ich den Grundgedanken natürlich echt richtig, richtig gut finde. Vielleicht werde ich mal reinlesen und ich hoffe, der Autor hat sich hier, was die Sprache angeht, was die Sprache der Kinder angeht, so ein bisschen zurückgenommen. Der Schreibstil steht im Ganzen so ein bisschen entgegen. Wenn der Schreibstil auch passend wäre, so jugendlich, so flott, so frech, keck, dann wird vielleicht doch wieder ein Schuh draus. Aber er schreibt eben doch sehr mit etwas längeren Sätzen, ausführlicher. Also man hat nicht wirklich das Gefühl, ein Kinderbuch zu lesen. Und diese Kombination hat mich beim Lesen gestört. Ich bin das von anderen Kinderbüchern eben anders gewohnt. Aber gut, Band 3 mal sehen, werde ihn mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich werde auch mal reinblättern, wenn ich ihn irgendwo in der Buchhandlung sehe. Und ob ich ihn mir dann zulege, das werde ich dann spontan entscheiden. Was das Lustige und das Schöne hier an diesen Last Secrets Bänden ist, ist, dass am Ende nicht nur Erklärungen drinstehen, sondern es gibt auch noch immer irgendwie so ein besonderes Gimmick. In diesem Fall ist es ich zeige es euch mal, hier hinten ist so ein Täschchen drin, ne? In diesem Täschchen befindet sich ein Fisch. Dieser Fisch taucht auch übrigens in der Geschichte auf. Und man sagt, wenn man diesen Fisch auf die flache Hand legt, kann man seine Zukunft voraussagen. Und das können wir jetzt mal machen. Mal gucken, was mir in nächster Zeit widerfahren wird. Ich lege diesen Fisch auf meine Hand. Und je nachdem, wie er sich bewegt, er bewegt sich ziemlich, würde ich sagen, dementsprechend spannend wird wahrscheinlich meine Zukunft. Ich werde mal sehen, er hat sich jetzt so richtig zusammengerollt, seht ihr das? Ich werde mal sehen, was hier als Erklärung steht. Der Fisch rollt sich komplett auf, das hat er getan, ne? Du bist leidenschaftlich und abenteuerlustig. Das passt, oder? Ich bin nach wie vor abenteuerlustig. Der Fisch bewegt seine Schwanzflosse. Nee, ich meine schon, dass es am besten passt, dass er sich hier komplett aufgerollt hat. Ja, eine süße Idee, besonders für Kinder sicherlich sehr lustig, das mal auszuprobieren. Das Buch ist bei mir leider in der Gesamtwertung durchgefallen und war mein Leseflop im Januar 2017. Das zweite Buch, das ich im Januar gelesen habe, das habe ich eigentlich schon im Dezember begonnen und wir steigern uns so ein bisschen. Es kommt jetzt nämlich der Titel, den ich so im Mittelmaß bewerten würde. Ich habe wirklich so gelesen, merke ich gerade. Das ist wie so eine Treppe. Ich habe mich immer weiter gesteigert im Januar. Also das zweite Buch, das ich beendet habe, war dieses hier. Ich habe jetzt hier nur das Leseexemplar. Das Original liegt zwar auch hier, ist aber noch eingeschweißt. Und ich glaube, wir bekommen bei den Lichtverhältnissen heute sonst Probleme mit einer Spiegelung. Deswegen habe ich jetzt dieses Buch mal hier mitgenommen für dieses Video. Rat der Neuen, Band 1 gezeichnet, der erste Band der neuen Fantasy-Dilogie von Veronica Roth. So wurde dieses Buch angekündigt als Fantasy-Dilogie. Ich finde aber, es ist kein reines Fantasy-Buch. Wenn ich Fantasy höre, dann denke ich an ganz, ganz, ganz andere Bücher. Nicht an dieses hier. Dieses Buch ist irgendwie so ein Genre-Mix. Ich finde es auch immer schwierig, irgendwie Bücher in Schubladen zu stecken und möchte es auch gar nicht mehr. Bücher, ich finde die einzelnen Genres haben sich mittlerweile so entwickelt und ein Buch ist eben nicht mehr nur auf eine Kategorie zu reduzieren. Es gibt ja mittlerweile den Ausdruck All Age, es ist von allen Altersgruppen zu lesen. Aber ja gut, All Age kann dann auch wieder alles sein, ne? Es kann ein Jugendthriller in Anführungsstrichen sein. Es kann aber auch ein Liebesroman sein, es kann ein Coming-of-Age-Roman sein, es kann eigentlich alles sein. Wie bin ich dazu gekommen? Rat der Neuen ist ein Mix aus, würde ich sagen, großen Anteil Sci-Fi, aus ja, Fantasy natürlich. Es ist ein, ja, vielleicht auch so ein bisschen Dystopie. Es spielt zwar in einer komplett anderen Welt, aber er hatte für mich auch so dystopische Elemente.
es ist ein... Es fällt mir schwer, dieses Buch in eine Schublade zu stecken und ich mache es deswegen auch nicht. Aber vielleicht könnt ihr so ein bisschen, ja, verstehen, was ich meine. Es wurde heiß diskutiert. Es wurde erstmal heiß herbeigesehnt, dann wurde es heiß diskutiert und dann wurden die Bewertungen immer schlechter. Habe ich das Gefühl zumindest. Ich hatte das große Glück, wie ihr sehen konntet, hier in den Genuss eines Vorableseexemplars zu kommen, um eben schon vorab in die Geschichte reinzulesen, damit ich euch pünktlich zum Erscheinungstermin was über das Buch erzählen kann. Es gibt auch einen Beitrag auf meinem Blog, der am 17. Januar, an dem dieses Buch weltweit erschienen ist, online gegangen ist. Da könnt ihr mal reinlesen, wenn euch dieses Buch interessiert. Da habe ich auch ein bisschen mehr zum Inhalt gesagt. Da möchte ich jetzt in diesem Lesemonat einfach weniger zu sagen. Es ist einfach so eine große, komplexe Geschichte. Ich glaube, wenn ich anfangen würde, darüber zu erzählen, dann wären wir morgen noch nicht fertig. Ganz kurz, es geht um eine komplett neue Galaxie mit verschiedenen Planeten. Es geht um zwei Figuren, die komplett unterschiedlich sind, ein Mädchen und ein Junge, die dann aber aufeinandertreffen, eigentlich die größten Feinde sind, dann aber voneinander abhängig sind und gucken müssen, wie sie damit klarkommen, beziehungsweise ja, ob sie sich arrangieren können oder ob einer vielleicht ein falsches Spiel spielt. Es geht um Macht, es geht um Krieg, es geht um, es ist schon ziemlich hart, dieses Buch, es geht um Vertrauen, es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um wirklich sehr, sehr, sehr viel. Dieses Buch hat mich so ein bisschen aus meiner Comfortzone heraus katapultiert, so habe ich das in meinem Blogbeitrag beschrieben. Es ist nicht das typische Buch, das ich normalerweise lese und ich glaube, ich hätte auch nicht dazu gegriffen, hätte ich das jetzt nicht in diesem Zuge lesen können. Es war für mich gut, dass ich dieses Buch gelesen habe, ich habe mich aber doch schwer getan. Es gibt viele Beschreibungen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Autorin, wenn mal so ein bisschen Tempo aufkam, dieses Tempo wieder gedrosselt hat, was mich so ein bisschen gestört hat. Es war stellenweise langatmig. Dann war es wieder total interessant und spannend. Ich hatte am Anfang große Probleme mit den verschiedenen Namen, die hier aufgetaucht sind und musste immer wieder zurückblättern und gucken, wer war jetzt die Mutter, wer war der Bruder. Ganz merkwürdig. Aber ich finde es gut, dass ich dieses Buch gelesen habe. Von der Bewertung her eher so Mittelmaß. Wenn euch dieses Buch interessiert, wenn ihr mal was von, wenn ihr schon die erfolgreiche Trilogie, die Bestimmung von Veronica Roth gelesen habt, dann schaut hier mal rein. Vielleicht interessiert es euch. Es gibt eine ausführliche Leseprobe. Ich finde, die solltet ihr diesmal wirklich zuerst lesen, bevor ihr zu diesem Buch greift. Nicht, dass ihr enttäuscht seid, wie viele Leser, wie ich so mitbekommen habe, viele Leserinnen und Leser sind doch ziemlich enttäuscht von diesem neuen Dilogie-Auftakt. Das ich im Januar gelesen habe, hat mich während meiner Namibia-Reise immer mal wieder nach New York katapultiert. Ich habe den zweiten Band der bisher vierbändigen oder auf vier Bände ausgelegten New York Diaries-Reihe gelesen. Er heißt Sarah. Geschrieben wird diese Reihe übrigens von Carrie Price, a.k.a. Adriana Popescu, und Ellie Taylor, a.k.a. Anne Freitag. Ich liebe diese zwei Autorinnen und deswegen war für mich auch klar, dass ich hier diese Reihe lesen möchte. Im Dezember habe ich den ersten Band namens Claire gelesen und war schon richtig angetan. Ja, und im Januar ging es dann direkt weiter mit Sarah. Band 3 und Band 4 erscheinen noch innerhalb des nächsten Halbjahres. Ich glaube, warte mal, lass mich mal schauen. Band 3, Phoebe, erscheint am 3. April und Band 4, Zoe, erscheint am 3. Juli 2017. Hier geht es also Schlag auf Schlag weiter und ich muss gestehen, ich freue mich auch schon wahnsinnig, hier diese Reihe weiterzulesen. Es sind voneinander unabhängige Bände, was ich auch sehr toll finde. Noch toller ist aber, dass sie doch so ein bisschen was miteinander zu tun haben, sonst wäre es keine Reihe, ne? Denn zum einen spielen die Geschichten im jeweils selben Gebäude, nämlich im Knights Building. Das ist ein etwas abgewohntes, heruntergekommenes Wohnhaus, in dem die Mieten recht günstig sind, weshalb sich auch viele junge Leute da eine Wohnung leisten können. Dieses Gebäude sprüht also vor Energie und vor Geschichten, die erzählt werden wollen. Ja, das zweite Tolle ist, dass diese Figuren, klar, sie wohnen alle im gleichen Gebäude, tauchen auch in anderen Geschichten auf. Also zum Beispiel hier Sarah ist bereits im ersten Band aufgetaucht, im ersten Band Claire, jedoch nur so als kleine Nebenrolle, man hat sie schon so ein bisschen kennengelernt, aber man muss jetzt zum Beispiel den ersten Band Claire nicht gelesen haben, um hier in die Geschichte hineinzufinden. Sie sind wirklich komplett unabhängig voneinander, aber es gibt eben doch so Figuren, die hier und da dann mal wieder auftauchen. Sarah hat einen ganz großen Traum und eine ganz, ganz große Liebe und Leidenschaft.
Sarah brennt für die Musik und das schon seit Kindheitstagen. Sie liebt Musik. Musik ist eigentlich der größte Teil ihres Lebens. Deswegen wünscht sie sich auch nichts sehnlicher, als Musikjournalistin zu werden. Sie hat einen eigenen Blog, einen Musikblog, kein Buchblog, sondern einen Musikblog, der ja so mittelgroß ist. Und sie ist bekannt für ihre emotionalen und passionierten Beiträge. Es sind nicht unbedingt die größten, aktuellsten Kritiken. Sie ist immer auf der Suche nach Musik, nach echter, selbstgemachter Musik, nach Texten, die bewegen können, die berühren können, die eine Aussagekraft haben. Und ja, deswegen ist sie auch in der Szene, in der New York-Szene unterwegs, in Clubs, um einfach neue Talente zu entdecken. Und eines Abends trifft sie da auch auf Will. Will ist Bassist in einer Band. Die Band an sich ist mies, aber Will hat so einen kleinen Auftritt in der Pause. Niemand hört ihm zu, nur Sarah ist total fasziniert von ihm, von seinem Text, von seiner Erscheinung und ja, möchte ihn dann quasi für ihren Blog interviewen. Fast am selben Abend, nein, es ist so ein paar Tage später, lernt sie einen weiteren Kerl kennen. Also haben wir Will und auf der anderen Seite haben wir Charlie. Charlie hat auf den ersten Blick nicht unbedingt was mit der Musik zu tun, aber trotzdem berührt er Sarah auf eine andere Art und Weise. Es ist nicht unbedingt eine Dreiecksgeschichte. Also es ist keine typische Dreiecksgeschichte, von der wir sagen, oh nein, nein, nein. Ich habe auch das Gefühl, dass man nicht von vornherein weiß, für wen sich Sarah im Endeffekt entscheiden wird. Also ich wusste es, weil ich einfach, ich kenne Adrianas Bücher und ich habe einfach gespürt, oder man weiß dann schon irgendwie so ein bisschen, für wen sich Sarah im Endeffekt entscheiden wird. Eine Freundin von mir, die mit mir in Namibia war, hat dieses Buch übrigens auch gelesen und für die war es von Anfang an gar nicht klar, für wen sie sich entscheiden wird. Also denke ich mal, dass es damit was zu tun hat, dass ich die Autorin kenne und beziehungsweise ihre Bücher kenne und deswegen das Gespür für ihre Figuren habe. Ich rede mich um Kopf und Kragen. New York Diary Sarah war sehr kurzweilig. Es hat mir richtig gut gefallen, trotz der Vorhersehbarkeit, die solche Bücher auch meiner Meinung nach haben müssen. Man muss wissen, dass es hier ein Happy End gibt. Hat es mir richtig gut gefallen. Ich habe mich wohlgefühlt in diesem Buch. Es war toll, in New York zu sein. Ich mochte die Figuren. Ich liebe sowieso die Figuren der Autorin. Ihre Bücher verzaubern mich immer wieder, reißen mich immer wieder mit. Ich liebe die Aussagen, die hier drin stecken. Ich liebe diese gewisse Nerdigkeit, die Adriana Popescu in all ihre Bücher reinbringt. Sie haben für mich alle so einen besonderen eigenen Stil. Man kann sie nicht mit anderen Autoren vergleichen. Man kann hier, ich finde, man kann aus jedem Popescu-Buch herauslesen, dass es eben von dieser Autorin ist. Auch wenn Carrie Price oben drauf steht. Also wirklich Daumen hoch. Mich hat die Reise nach New York wieder begeistert und ich freue mich schon total auf Band 3. Vierte und letzte Buch, das ich im Januar gelesen und beendet habe, war, ich habe mich immer mehr gesteigert, somit mein Lesehighlight im Januar. Es war ein Thriller und ich bin so glücklich, dass ich zu diesem Buch gegriffen habe. Und zwar ist es der neue Thriller, der aktuelle Thriller von Janet Clarke. Er heißt Black Memory. Ich bin ein großer Fan der Autorin. Sie hat ja schon einige Bücher geschrieben, hauptsächlich in der Jugendliteratur, viele Jugendthriller, auch eine Reihe im Löwe Verlag, die heißt Finstermoos, kennt ihr vielleicht, die besteht aus 4 Bänden, dann sind noch 3 andere Jugendthriller von ihr erschienen. Es gibt noch 2 weitere Erwachsenenthriller und das ist jetzt eben ihr 3. Erwachsenenthriller, der Ende des Jahres erschienen ist. Ich musste so lange darauf warten, mal wieder was von ihr zu lesen. Und jetzt ist er draußen und da gab es für mich kein Halten mehr. Ich musste ihn lesen, ganz egal, worum es geht. Ich habe mich also komplett überraschen lassen. Und ich finde es auch gut, dass ich so gar nichts über den Inhalt wusste. Weil ich glaube, die Unwissenheit ist das, was diesen Thriller auch ausmacht. Es geht hier, keine Angst, ich sage nicht so viel zum Inhalt. Es geht hier um eine junge Frau, die aus dem Meer vor der indonesischen Küste gefischt wird. Diese junge Frau weiß nicht, wer sie ist, noch was sie da in Indonesien zu suchen hat. Sie merkt schnell, dass sie die Sprache nicht versteht, dass sie deswegen wahrscheinlich auch nicht aus Indonesien stammt. Sie sieht auch ganz anders aus. Das Einzige, was sie weiß, ist, dass sie ein Kind entführt hat, denn das wird ihr vorgeworfen. Sie wird nicht großartig ins Krankenhaus gebracht und gerettet, sondern direkt ins nächste Gefängnis gesteckt. Sie wird nämlich weltweit gesucht aufgrund einer Kindesentführung. Ja, mehr, ich glaube, mehr sage ich euch nicht zum Inhalt. Das ist, glaube ich, schon genug, um euch vielleicht so ein bisschen neugierig zu machen. Ich möchte euch in diesem Zuge aber meine Rezensionen empfehlen. Ich werde sie euch in der Infobox verlinken. Sie ist nicht sehr lang geworden. Zum Inhalt habe ich auch gar nicht viel mehr gesagt, denn jedes Wort wäre wirklich ein Wort zu viel.
Dem Leser geht es nämlich genauso wie Claire, so heißt diese junge Frau. Der Leser weiß nämlich genauso wenig. Es gibt jetzt keine weitere Perspektive, die da immer irgendwie noch was anderes erzählt, sondern wir erleben die Story aus Claires Sicht und wissen eben genauso wenig. Und das ist auch das, was diesen Thriller für mich ausmacht. Er war, spannend ist das falsche Wort, er war fesselnd. Also ich war hier mittendrin, ich wollte wissen, wie es weitergeht, aber ich habe jetzt nicht vor Spannung angefangen, hier Nägel zu kauen oder sowas, wie es bei anderen Thrillern vielleicht der Fall ist. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es ein guter Thriller für Thriller-Anfänger ist. Also wer hier mal was Unblutiges lesen möchte, das einen nicht total Angst einflößt, sondern das einen trotzdem ans Buch fesselt, aber eben mehr durch so Psycho-Dinger, der sollte sich dieses Buch mal genauer anschauen. Es ist doch ein bisschen dick, es hat glaube ich über 300, ja fast 400 Seiten. Es ist trotzdem sehr rasant, sehr fesselnd, sehr kurzweilig, eine tolle Geschichte, ein großartiger Schreibstil, ein tolles Thema, das hier verarbeitet wird, unheimlich interessant und gut recherchiert. Ja, wie gesagt, toll geschrieben, es hat mich mitgerissen, es hat mich begeistert und ich empfehle es super duper gerne weiter. Wer hier wirklich auf pure Spannung hofft, wird vielleicht so ein bisschen enttäuscht, aber er ist fesselnd und das macht ein gutes Buch eben auch aus. Oder? Also, ja, wirklich eine ganz große Empfehlung von mir in diesem letzten Monat quasi. Diese zwei Bücher, einmal was fürs Herz, fürs Glücklichsein, eine Liebeserklärung ans Leben, eine Liebeserklärung an die Musik. Was machst du da, kleine Rabauke? Meine zwei Meerschweinchen haben momentan echt den Schuss nicht mehr gehört. Die lieben es gerade, ihre Häuser umzuschmeißen. Auch mitten in der Nacht fliegen dann hier die Häuser durch den Käfig und ich denke hier, wie viele Einbrecher wohl in meiner Bude sind. Dabei sind es nur zwei Meerschweinchen. Also, Leseempfehlung Nummer 1 und Leseempfehlung Nummer 2 für diejenigen, die gerne ja, spannende Romane oder eben ja, Thriller lesen, die fast ohne Blut auskommen und die eben eher so auf der psychischen Linie funktionieren. Das waren die vier Bücher, die mich durch den ersten Monat im Jahr 2017 begleitet haben. Vielleicht war ja ein Lesetipp für euch dabei. Mich würde jetzt aber interessieren, was ihr gelesen habt. Welche Bücher haben euch im Januar 2017 begleitet? Welche Geschichten konnten euch begeistern? Welche Figuren haben euch mitgerissen? Gab es vielleicht auch eine Leseenttäuschung? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr auf den Austausch mit euch. Ja, dann schicke ich euch jetzt quasi in den restlichen Sonntag. Macht es schön, lest was Schönes vielleicht heute ganz gemütlich. Und ja, es würde mich freuen, wenn wir uns im Laufe der Woche wieder lesen. Ganz kurzen Ausblick, morgen wird es eine Rezension auf meinem Blog geben zu einem, ja, doch eher unbekannten Jugendbuch, das doch für den einen oder anderen sehr interessant sein könnte. Dann wird es wahrscheinlich am Mittwoch kein Video geben. Mal gucken, ob ich am Wochenende noch was produzieren kann. Ansonsten werden wir uns am Freitag wieder hören, wenn ihr mögt. Denn da wird es eine weitere Folge meines Namibia-Podcasts geben, aber eben auch einen neuen Blogbeitrag. Mein Namibia-Diary 2017 ist ja gestartet letzte Woche Freitag und da wird es einen weiteren Teil geben. Und ja, zu einem nächsten Video sehen wir uns dann auf jeden Fall am Sonntag wieder. Bis dahin eine ganz tolle Zeit und wir lesen uns bestimmt zwischendurch mal bei Facebook, Twitter, Instagram oder so. Alle Links in der Infobox. Ich freue mich auf euch. Macht's gut!